Jawohl, und da wird's produziert. Wir haben 1% Fortschritt. Ja, ist klar, genau. Okay, da müssen wir noch ganz viel Zeug hinschaffen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Factorio Vanilla. Meine lieben Freunde, bevor wir jetzt hier richtig loslegen, möchte ich gleich an der Stelle, gleich am Anfang direkt, eine Sache sagen. Ich finde das sehr erfreulich, was Factorio für ein wahnsinnig tolles Feedback wiederbekommen hat. Und ihr habt euch eine Sache sehr oft gewünscht, nämlich, dass ich Factorio auch mit Mods spiele. Und das werde ich auch tun. An der Stelle auf jeden Fall der Aufruf. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Mods ich denn gerne mal ausprobieren soll, denn ich habe von Mods keine Ahnung. Aber ganz wichtig an der Stelle, schreibt nicht nur, wie die Mod heißt, sondern schreibt auch dazu bitte, was die macht. Damit ich mir eine Vorstellung davon machen kann, ob die reinpasst so für mich, ob das für mich was Cooles ist, was ich gerne ausprobieren möchte oder nicht. Ja, also nicht nur den Namen reinschreiben, sondern auch was die macht, was drin ist und was die verändert. Ganz, ganz wichtig, ein bisschen beschreiben halt, damit ich mir was drunter vorstellen kann. Und dann kann ich mal ein Mod-Spiel zusammenstellen, wo wir dann nochmal einen Neustart machen mit Mods. Ich habe hier übrigens tatsächlich nicht ganz Vanilla, was ich habe. Ich habe festgestellt, das habe ich ganz vergessen gehabt, das einzige oder den einzigen Mod, den ich jetzt schon habe, scheint der Squeaksroo-Mod zu sein. Weil wenn ich hier jetzt zum Beispiel über ein Rohr drüber laufe, hier, dann kann ich da dran vorbeilaufen. Normalerweise kann man das, glaube ich, gar nicht. Also ist hier schon eine kleine Mod am Start. Ja, also Squeaksroo benutze ich tatsächlich schon. Aber das ist auch, glaube ich, die einzige. Ansonsten habe ich keine. Ansonsten, abgesehen von der, ist es halt absolut Vanilla. Und die macht jetzt ja nicht krass groß Änderungen eigentlich. Also, dass ihr jetzt an den Dingern vorbeilaufen kann, ist jetzt nicht so krass. Wenn ihr das hier außerdem auch feiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr von Factorio haltet. Nach wie vor ist ganz wichtig auch für den Algorithmus. Und ihr könnt auch gerne in die Playlist reinschauen, wenn ihr das Projekt noch nicht kennt. Ist immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. So, jetzt aber mal hier Action Jackson, meine lieben Freunde, ist jetzt angesagt. Wir haben beim letzten Mal das Silo gebaut. Und das Silo braucht ja Komponenten. Das Silo braucht unter anderem noch Raketenbrennstoff sowie diese Leichtbauteile und die Raketensteuereinheiten. Genau, und dann werden ja hier Raketenbauteile produziert. Wir brauchen also noch Raketenbrennstoff. Den müssen wir produzieren, den Raketenbrennstoff. Und da müssen wir jetzt mal was für tun. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe Chemieanlagen vorbereitet. Und zwar 6 Stück haben wir da jetzt. Und da gehen wir jetzt mal Richtung Norden nach oben auf der Karte, weil das müssen wir da machen, wo unsere Öllocation ist. Ich habe übrigens auch noch mal ein paar Atomraketen abgegriffen aus unser oder für unseren Spider-Tron. Wir haben jetzt 13 Atomraketen. Wenn die Bugs uns zu sehr auf die Pelle rücken sollten, können wir sie ordentlich klein kriegen, meine lieben Freunde. Nicht schlecht. Bau mal bitte einen Artilleriezug, wird gerade geschrieben. Ja, das sind alles so Spielereien, die kann man natürlich auch mal ausprobieren. Jetzt möchte ich mich aber gerne mal ein bisschen drauf konzentrieren, dass wir es schaffen, dieses Raketensilo auszustatten. Ne? Weil das ist ja letztendlich jetzt das Ziel. Ich weiß auch nicht, wie aufwendig das ist. Wir sehen gerade rechts oben, wir sind auch kurz davor, die Weltraumforschung zu erforschen. 95% haben wir da schon. Und dann meinten einige schon, ich muss erst mit dem Raketensilo Dinge starten, damit ich die Weltraumforschung überhaupt machen kann. Irgendwie so ähnlich. Also keine Ahnung, das ist alles für mich jetzt Neuland. Ja, das ist alles Neuland, da muss ich erstmal jetzt klarkommen. So, hier sind wir jetzt an unserer Location, wo wir Öl verarbeiten. So, jetzt müssen wir uns das nochmal zu Gemüte führen. Wir brauchen für dieses Zeug, für diesen Raketentreibstoff, brauchen wir Festbrennstoff und Leichtöl, genau. So, und dann gab es irgendwie ein Rezept, wo man auch, also erstmal haben wir hier das Problem bei diesen Anlagen hier, dass das hier nicht weitergeht, weil wir zu viel von diesem Gas haben, von diesem Flüssiggas. So, jetzt müssen wir Flüssiggas loswerden. Flüssiggas können wir benutzen, um erstmal Festbrennstoff herzustellen. Dazu brauchen wir eine Chemiefabrik. Chemiefabriken habe ich jetzt hier schon am Start. Wir haben hier nebenan zum Glück ein bisschen Platz, deswegen stelle ich das jetzt hier direkt nebenan auf. So, und ich bitte darum zu berücksichtigen, dass ich inkompetent bin. Ich habe bei Factorio schon lange nichts mehr mit Flüssigkeiten gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert. Also ich weiß noch, dass ich hier irgendwie eine Abspaltung gemacht habe.
So, und jetzt muss ich mir mal hier die Rohre nehmen. Und da ist ja jetzt das Flüssiggas. Da muss ich jetzt mal schauen. Guck mal, da rutscht es jetzt auch direkt nach. Das ist natürlich nice. Da gehe ich jetzt einfach mal hier runter und schließe das jetzt einfach erstmal an, das Flüssiggas. Gucken wir mal, ob das jetzt klappt. So, genau, da muss ich natürlich auch auswählen, hier Festbrennstoff, genau. Also das ist die erste Komponente für unseren Raketentreibstoff. Strom braucht man natürlich auch noch, das ist logisch. So, genau, haben wir erstmal die erste Komponente. So, und dann brauchen wir aber noch die andere Komponente, das ist das Leichtöl. Und ich meine, Leichtöl wird ja hier auch ausgegeben, genau. Das war aber bisher nicht produziert worden, weil wir hier ein Problem hatten mit dem gestauten Flüssiggas, genau. So, das heißt, man müsste jetzt hier vielleicht nochmal aus noch mehr Öl und Wasser noch mehr von diesem Gas herstellen. Kann man das noch auf eine andere Art herstellen? Man kann es noch aus Schweröl und Wasser kann man es noch herstellen. Haben wir eine Schwerölquelle? Zufälligerweise? Muss ich mal gucken. Schweröl. Haben wir Schweröl? Kommt hier irgendwo Schweröl raus? Ja, hier kommt auch Schweröl raus, oder? Die Frage ist, wie viel Schweröl kommt da raus? Kommt da genug Schweröl raus? Das ist die große Frage. Okay, hier wird das Gas jetzt abgeführt. So ein bisschen zumindest. Okay, Leichtöl ist nicht wirklich im Überschuss. Was wird denn aus dem Leichtöl eigentlich hergestellt? Warte mal, wird da überhaupt irgendwas hergestellt? Das wird ja hier gepuffert, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und dann geht's aber... Okay, warte mal, hier geht's noch runter. Da geht's rein... Das ist eine Gasleitung hier. Ach so, okay. Kann das sein, dass das hier reingeht? Ne, warte mal, das kommt von hier. Hä? Okay, warte mal ganz kurz. Ne, genau, das kommt von hier. Geht hier lang und wird hier verbraucht und wird zu Gas verarbeitet, genau. Das ist ein bisschen viel Leichtöl zu Gas, kann das sein? Das ist ja hier voll eigentlich, das Gas. Kann das sein, dass wir von den Anlagen einfach mal ein paar wegnehmen können, einfach? Mir erscheint das irgendwie ein bisschen zu krass mit dem Gas. Ich nehme mal eine weg, damit wir vielleicht ein bisschen mehr von dem Zeug im Überschuss haben, weil Gas haben wir irgendwie sehr viel gefühlt. So, dann gib mir mal hier die Chemieanlage. Ah, wir haben die Weltraumforschung abgeschlossen. Und was habe ich da jetzt bekommen? Jetzt habe ich die, Satellit. 100 Prozessoreinheit, 100 Leichtbauteil, 50... Raketenbrennstoff, 100 Solarpaneele, 100 Akkumulatoren und 5 Radare. Oh Gott, krass. Okay, da müssen wir die ganzen Sachen dann automatisiert herstellen. Das wird auf jeden Fall ein Akt, glaube ich. So, warte mal jetzt hier. Genau, jetzt zieh das mal hier rüber. Machen jetzt hier mal diese Anschlüsse noch. So, wir machen hier jetzt auch nochmal Festbrennstoff draus. Würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie viel wir da brauchen, aber wir brauchen ja scheinbar doch ein bisschen was. Genau, dann wird das jetzt hier auch verarbeitet. Wir müssen erstmal diesen Festbrennstoff rausgeben. Das ist ja fest. Das heißt, das müssen wir auf Förderbändern ausgeben. Genau, das können wir nicht machen mit Rohren. Hier ist ja hoffentlich auch noch genug Platz. So, dann nehme ich mir hier die Arme. Vielleicht nicht unbedingt die Arme. Vielleicht lieber die schnellen Greifarme. Ich weiß ja nicht, wie viel da anfällt. So, dann nehmen wir das mal hier auf. Genau, da kommt der Festbrennstoff drauf. Nice, dann machen wir hier noch einen Mast hin. Genau, guckt euch das an. Sehr schön. So, dann läuft das hier nämlich auch schön. Und dann können wir ja... Geh mal weg, Spidertron. Du bist gerade ein bisschen im Weg. Steig mal aus, genau. Dann können wir ja hier hinten mal so 2 Anlagen erstmal bauen. Ich will das erstmal in homöopathischen Dosen machen, ja. Hier unten. Hier hinten unten machen wir jetzt mal 2 Anlagen, die aus Festbrennstoff und dem Zeug hier, dem Leichtöl, dann entsprechend das herstellen, was wir brauchen, nämlich den Raketentreibstoff. Ach nee, guck mal, das ist gar nicht die Anlage. Moment mal, da muss ich nochmal wegmachen. Was ist denn das nochmal gewesen? Wo stellt man das nochmal her? Ach so, in der Montageanlage. Okay, das muss man Doofen ja sagen. Das weiß ja ein Doofer nicht. So, hier. Da müssen wir das machen. Da, so, genau. Und dann da, so. So, jetzt haben wir das. Strom brauchen wir natürlich noch. Logischerweise. So, hier, genau. Guck mal. Bam, da läuft das. Und jetzt brauchen wir ja auch noch einen Anschluss. Warte mal, da müssen wir... Ach ja, stimmt, das war ja so. Nee, warte, genau. Die sind ja in der Mitte. Die Anschlüsse für die Flüssigkeiten bei den Dingern. Das habe ich schon wieder vergessen. Hier, siehst du, so müssen wir das machen, wenn dann. Dann müssen wir da nochmal ein Förderband dazu nehmen. So, und dann unterirdische Anschlüsse für das Zeug. Genau. So, das wird da jetzt natürlich rausgezutzelt. Aber wir haben
Raketentreibstoff. Und ist das jetzt abgepackt oder ist das eine Flüssigkeit? Das müsste abgepackt sein eigentlich, oder? Das Zeug, dieser Raketentreibstoff. Ich glaube schon. Der müsste eine abgepackte Komponente sein. Jetzt ist die Frage, warte mal, wir haben ja hier einen Bahnhof. Wir müssen das ja auch dann zu der Anlage schaffen. Hier haben wir auch einen Bahnhof. Vielleicht sollten wir hier unten noch einen Bahnhof aufbauen. Hier so. Wo wir noch eine zweite Strecke machen, die dann nach unten geht, damit wir das dann transportieren können. Oh Gott, wie war das nochmal mit dem Bahnhof? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Warte mal, wir müssen mal gucken. Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. War das hier dabei? Ja, hier, ne? Das ist der Bahnhof. Okay, da brauchen wir Platten. Dann mache ich jetzt erstmal eine Aufbewahrungsmöglichkeit für diesen Raketentreibstoff, damit der schon mal eingelagert werden kann. Ich glaube, der Bahnhof, der wurde ja dann irgendwie an ganz vorne hingebaut irgendwie, keine Ahnung. Dann mach mal hier Schienen hin. Weiß jetzt auch nicht, wie lang das wird. Ich kann das ja auch nochmal korrigieren dann. Viele Sachen habe ich schon wieder vergessen. Ja, deswegen. Nicht wundern. Das ist alles lange her. Ich weiß nicht mehr so genau, wie ich das mit dem Bahnhof damals gemacht habe. Man braucht einen Puffer, eine Pufferkiste und dann braucht man Arme, die das von der Pufferkiste dann in den Zug reinpacken. Aber vielleicht nicht dahin, warte mal. Vielleicht eher so dahin. War das richtig? Ich glaube schon. 1, 2, 3, 4, 5 Kisten, okay. Haben wir noch eine Kiste? Mache ich noch eine? 5 Kisten. Hatte ich die begrenzt? Ich weiß es gar nicht. Ist aber auch egal. So, da machen wir jetzt hier mal einen Tunnel noch. Können wir da einen Tunnel bauen, der bis auf die andere Seite geht? Wenn wir das so machen und dann so machen und dann so machen, funktioniert das sogar. Mann, bin ich begeistert, meine lieben Freunde. Guckt euch das an. Genau, so, dann zieht das mal da so hin. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob wir hier die Defense überhaupt brauchen. An der Stelle wahrscheinlich gar nicht, weil ich glaube nicht, dass zwischen diesen beiden Basen nochmal Bugs auftauchen. Aber müssen wir natürlich gucken, ne? So war das, glaube ich, genau. Ja, warte mal, die können wir erstmal wegmachen, die brauchen wir noch nicht. Wir lassen das erstmal nur in die Kisten reinbaggern, würde ich sagen. Und dann müssen wir es natürlich auch... Ach so, natürlich kann ich über die Mauer nicht selber drüber. Genau, dann müssen wir das natürlich auch da rausfetteln. Und zwar dahin. Huch, da werde ich selber noch befördert hier. Ich habe mich wieder selbst befördert. So, dann gib mir mal Arme, die das da rausholen, das Zeug. Genau. Und dann läuft das jetzt hier nämlich schön weiter. Damit wird auch immer schön Flüssiggas verbraucht. Das ist, glaube ich, hier bei der Anlage auch bitter nötig, dass ein bisschen mehr Flüssiggas auch verbraucht wird. Wird eigentlich hier mehr Gas als Öl? Nee, es ist beides gleich viel, okay. Na, dann glaube ich schon, dass das gut ist, wenn wir vielleicht oben nochmal eine von den Gasanlagen entfernen, weil Gas mal hier ein deutlich großer Überschuss. Hier, guck mal, machen wir das noch weg hier. Das können wir löschen. So viel Gas brauchen wir hier gar nicht. Wir brauchen eher mehr jetzt von dem Zeug auch, dass das halt alles ein bisschen ausgeglichener ist. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir mal Platten holen, dass wir noch eine, nein, eigentlich zwei Bahnstationen bauen können und dann einfach mal die Bahnstrecke einfach mal nach unten ziehen, dass wir uns das Zeug da unten dann, wo wir es brauchen, dass wir das da hinbekommen. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber das läuft doch, meine lieben Freunde, das läuft doch. T drücken, um zu erforschen. Können wir eigentlich jetzt noch was erforschen? Nee, jetzt ist alles nur noch Weltraumforschung. Kann das sein? Ich glaube schon. Erhöht den Ertrag von allen geförderten Erzförderern und Röhölpumpen. Ich glaube, das können wir schon mal einen Auftrag geben, oder? Werden da jetzt eigentlich erst die ersten paar Dinger eingefüllt oder muss man den Weltraumforschung haben? Was Ergebnis eines Raketenstarts, Fisch? Okay, interessant. Ich habe keine Ahnung, ich habe es jetzt einfach mal eingereiht. Auch wenn ich befürchte, dass wir da jetzt gar keinen Fortschritt bekommen. Du kannst noch forschen. Ja, das ist halt die Sache. Was kann ich denn sonst noch forschen, was noch nicht... Weltraumforscher. Ah, hier, warte mal, hier sind ja noch Sachen. Moment. Dann mach das mal kurz nochmal weg. Was ist denn das hier? Bremskraft 2. Kapazitätsbonus für Greifarme 6. Ja, dann mach mal das halt, ne? Was ist das hier? Zerstörer. Können wir auch erforschen.
Raffinierte entzündliche Stoffe 4. Guck mal, da haben wir ja tatsächlich noch ganz schön viel. Was ist das? Physischer Projektilschaden, das können wir auch erforschen. Dann reiche ich jetzt mal die Sachen ein, die wir noch machen können, ohne dass wir Weltraumforschung dafür brauchen. Hier, Laserkram. Artillerie, Feuerrate. Okay, nee, da brauchen wir Weltraumforschung. Arbeitsroboter, Geschwindigkeit. Ja, das ist auch gut. Und dann glaube ich hier noch Feuerrate. Komm, mach mal das mal so. Sehr nice. Das geht doch ohne Weltraumforschung, oder? Warum ist denn das immer noch bei 0? Ah, nee, okay. Es gibt einen Progress, einen leichten. 1%, ja, sehr gut. Ja, guter Hinweis. Habe ich jetzt gar nicht berücksichtigt, dass ich ja auch ohne Weltraumforschung noch weitermachen kann. Sind das eigentlich unendliche Forschungen? Kann ich meine Greifarme immer weiter, immer schneller machen oder ist es irgendwann zu Ende? Du bekommst weiße Forschung vom Raketenstart. Ah, okay, dafür ist der Raketenstart. Also jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir mal einen Raketenstart hinkriegen. Das ist so das Ding. So, ich glaube, hier sind schon Platten. Jetzt muss ich hier mal mich bedienen. So, wie sieht es denn aus? Jetzt müssen wir mal zwei Bahnhöfe machen. Habe ich eigentlich noch einen Zug in der Hose? Nee. Ich habe keinen Zug in der Hose. Nee, warte mal. Ich sehe gerade, wir brauchen den Bahnhof hier gar nicht. Wir haben ja drei Stück. Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe ja schon Bahnhöfe. Egal. Dann haben wir das schon. Und dann brauchen wir aber noch einen Zug, oder? Einen Zug habe ich nicht. Nee, einen Zug habe ich nicht. Also, zwei Loks. Die müssen ja nach vorne und hinten fahren. Und am besten erstmal einen Wagen. Würde ich sagen. Genau. Wunderschön. Das müsste passen. Das wird auch produziert. Nicey, nice. Genau. Wo ist mein Spinatron? Hier, dann können wir ja eigentlich hier auch schon mal einen Bahnhof bauen. Und den baue ich jetzt einfach hier hin. Direkt hier neben den anderen Bahnhof. Ich bin jetzt mal mutig und baue die mal außerhalb der Verteidigung. Ich habe jetzt keine Lust, die Verteidigung umzubauen. Hier war ewig schon kein Bug gewesen. Also würde ich jetzt mal unterstellen, dass das kein Problem ist. Und das Silo ist ja direkt hier unten drunter. Warte, dann mach das so. Genau. Dann bauen wir da gleich einen Bahnhof. Moment, den habe ich natürlich nicht in der Hand gerade. Bahnhof. So, und der muss, genau, der Zug muss von da einfahren. Genau so. Dann bauen wir jetzt hier mal schnell. Bauen wir uns mal einen Zug auf. Kann ich vom Spider-Tron auch bauen eigentlich? Bestimmt, oder? Müsste eigentlich gehen. Ja, guck mal, geht alles. Nice. So, das müssen wir aber nach. Wie konnte man das nochmal schräg machen? Ah, so genau. Mit R. Nee, hä? Oh. Konnte ich das nicht auch klicken und ziehen irgendwie? Ah, ja, genau. Ich sag ja, das ist alles im Kopf wegdiffundiert über die Monate und mittlerweile, glaube ich, sogar Jahre. Also, da muss ich mich echt erstmal wieder dran erinnern, wie bestimmte Sachen gewesen sind. Ist halt einfach mal echt so. Ah, guck mal, der blöde Wald. Moment. Wie habe ich das immer gemacht mit Wald? Mit Granaten, oder? Habe ich das nicht immer mit Granaten gemacht? Ich glaube schon. Oh, ich habe meine Schienen kaputt gemacht. Meine Bots reparieren die doch bestimmt, oder? Ja, tun sie auch. Ich muss halt hier den Wald wegbumsen. Was soll ich machen? Ja, repariert da mal die Schienen. Genau, haben sie schon gemacht. Sehr gut. Wie präzise ich die Granaten werfe. Der Wahnsinn. So, hier noch Wald wegmachen. Genau. Da noch Wald wegmachen. So, dann kann ich Granaten wieder weglegen. Genau, dann ziehen wir die Strecke wieder weiter durch. So schnell habe ich, glaube ich, noch nie eine Bahnstrecke in Factorio gebaut. Das lohnt sich ja dann jetzt richtig, das zu machen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo war jetzt die Strecke? Das ist schon richtig, wie ich gerade laufe, oder? Ups, was war das? Ein Autosave, glaube ich. Ich glaube, das ist richtig, ja. Was? Oh, ein Baum, weißt du? Ein Baum stellt sich mir in den Weg. Bahnhof, Bahnhof, Bababa Bahnhof. Bahnhof ist hier. Ich verstehe nur Bahnhof die ganze Zeit. Ich sag's euch. So, jetzt müssen wir schauen. Genau da ist der Wagen. Genau da muss der Bahnhof hin. Genau. Ach ja, Treibstoff brauchen die ja auch. Stimmt. Ah, da können wir den Festtreibstoff nehmen, wa? Warte mal. Wir haben doch hier auch ganz viel Festtreibstoff jetzt. Den können wir ja da mit hinlotsen jetzt. Warte. Da machen wir das jetzt einfach so. Und hier haben wir ja auch noch welchen. Sehe ich mal gerade. Ist ja der Wahnsinn. Genau, warte, dann mach das nämlich so.
Dann macht da einen Tunnel hin. Nein, nicht die Dinger. So, Tunnel. Gut, dass ich das so über die Mauer bauen kann. Da macht man einen Tunnel hin. Toll, wie das funktioniert. Der absolute Wahnsinn. Mann, da habe ich ja noch halbwegs was im Kopf gehabt jetzt, was das angeht. Ist ja der unglaubliche Oberhammer. Ah ja, Strom noch. Habe ich ganz alleine hingekriegt jetzt. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Yes, und da hat der Zug auch Power. So, jetzt müssen wir das natürlich noch beladen hier, was da drin ist. Guck mal, genau, jetzt haben wir das hier. Ich glaube, das ist wahrscheinlich total übertrieben hier. Aber egal. So, jetzt muss ich mal gucken, warum kommt denn hier gerade eigentlich nichts? Ah, okay, weil... Weil halt. Nee, alles ist gut. Läuft alles. Aber vielleicht sollten wir den Festtreibstoff von hier, warte mal, den sollten wir vielleicht tatsächlich noch von hier noch mitspeisen. Glaube ich. Scheint mir sinnvoll zu sein. Damit der hier nicht ausgeht. Dann machen wir das so. Weil sonst kommt da zu wenig, glaube ich. Nice. Schaut euch das an, wie geil das ist. Jetzt kriegen wir da ordentlich was. Dann kommt auch immer Raketentreibstoff bei rum. Wunderbar. Genau, guck mal. Hier haben wir ja auch noch Festtreibstoff. Stimmt. Wo geht denn der eigentlich hin? Der geht, ach, der geht zur anderen Haltestelle. Okay. Jetzt müsste ja eigentlich auch immer schön fleißig was durchrutschen hier. Also an allen Anlagen, glaube ich. Öl fehlt ein bisschen. Öl könnte ein bisschen mehr kommen. Haben wir hier noch eine Ölquelle, die noch nicht angezapft ist eigentlich? Wo sehe ich das nochmal? Warte mal, muss ich auf die Map gehen, ne? Nee, die sind alle angezapft, wie es aussieht, wa? Ich glaube schon. Jetzt haben wir ja nur noch die Forschung mit der Kapazitätssteigerung halt, ne? Das könnte unter Umständen was bringen. Das ist ja keine Ölquelle. Oder wir erschließen nochmal neue Ölquellen. Aber da ist immer die Frage, wo sind neue Ölquellen? Hier unten hatten wir welche gehabt. Die sind aber, glaube ich, auch schon alle angeschlossen. Müssen wir auf die Suche gehen nach neuen Ölquellen, wenn wir nochmal steigern wollen. Oder sind das da Ölquellen? Nee, das sind Bugnester. Man sieht die immer so schlecht, finde ich, die Ölquellen. Es sind so kleine Punkte auf der Karte. Das sind immer so kleine violette oder so lilane Punkte, genau. Wenn ich mich recht erinnere, kann man auch den Raketentreibstoff in die Lok legen. Erhöht die Geschwindigkeit. Ja, aber der ist so teuer und wir brauchen den für die Raketen. Das würde ich jetzt erstmal noch nicht machen. Das würde ich, sag ich mal, würde ich dann machen, wenn ich jetzt noch eine exorbitante Ölquelle finde, die ich ausbeuten kann, um das zu produzieren. Dann würde ich das vielleicht machen. Aber momentan würde ich das erstmal nicht machen wollen, glaube ich. Also wir haben, glaube ich, keinen Ölüberschuss gerade. Müssen wir mal schauen. Ich lasse das jetzt erstmal so. Es sieht ja erstmal relativ gut aus. Es wird ja alles immer noch weiter produziert auch. Müssen wir mal schauen. Ich mache das jetzt so. Ich lasse das jetzt so. Und ich mache das, genau. Ah, jetzt muss ich noch den Zug programmieren. Ah, wie war denn das nochmal eigentlich? Okay, warte kurz. Haltestelle hinzu, automatisch, glaube ich, muss ich das dann einstellen. Skull Error, warte mal, und die andere war ja diese Gearcaster, genau. Also, von Gearcaster nach Skull Error. Wartebedingung ist leeres Frachtinventar, ja. Leeres Frachtinventar. Nee, warte, halt, nicht in... Da brauchen wir eigentlich keine. Wartebedingungen. Da sagen wir mal Zeit vergangen. Sagen wir mal 120 Sekunden. Genau, das sind 2 Minuten. Da soll er 2 Minuten einfach warten und dann wieder zurückfahren und dann wieder wechseln, genau. Und dann stellen wir das natürlich auf automatisch. Und da fährt er los. Nice. So, jetzt müssen wir auf der anderen Seite natürlich noch gewährleisten, dass da entladen werden kann, sonst steht er ja da ewig rum. Das haben wir ja noch nicht gemacht, da haben wir noch keinen Bahnhof. Und dann müssten wir das Zeug haben am Silo und dann können wir mal gucken, was dann bei rumkommt. Bin ich mal gespannt.
Soviel ich weiß, musst du den Prozess für die Rakete öfters machen, damit deine Rakete startet. Ja, ich glaube, das muss man mehrfach machen. Das wäre auch ein bisschen wenig, wenn man nur einmal 10 Einheiten von allem braucht. Das wäre ein bisschen komisch. Also, dass man mehrfach das starten muss, hätte ich mir schon gedacht. Nur mit dem Satelliten, also, das verstehe ich noch nicht so ganz. Also, ne, da braucht ja irgendwie 100 Solarpaneele und so. Da müssen wir mal gucken. Wir haben die Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt kommt der Zerstörer. Sehr gut. Das klingt ja sehr zerstörerisch. So, da ist der Stand. So, jetzt wartet er natürlich darauf, entladen zu werden. Ich steige ich mal aus. Und mach mal hier jetzt nochmal erstmal Kisten. Mach auch wieder 1, 2, 3, 4, 5. So. Schön gegenüber vom Dings. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache jetzt trotzdem 5 Kisten. Ja, einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, warum machst du denn 5? Voll sinnlos, voll wenig Zeug, was da rauskommt. Ist egal, ich mache das jetzt einfach. Ich mache das jetzt einfach so. Ich habe mir das jetzt so abgeguckt da bei der anderen Station. Da mache ich das jetzt auch. So, guck mal hier. Bam. Und dann sagen wir Bamsi und Bamsi. Genau, guck mal, wie geil das ist. Und da ist er schon leer, siehst du? Und da kann er wieder weiterfahren und dann geht die ganze Schose wieder von vorne los. Hervor. Warum habe ich eigentlich Doppelwände gebaut? Kann mir das einer erklären? Hat das irgendeinen Grund gehabt? Wurden wir hier irgendwie heftigst beballert an der Stelle? Eigentlich ja nicht, oder? Da war ja eigentlich nicht so viel. Sonst muss ich nochmal eine Verteidigung hier aufbauen, damit der Bahnhof geschützt ist. Müssen wir mal schauen. Aber eigentlich dürfte hier auch keine Umweltverschmutzung entstehen hier oben. So, steigen wir mal in Spider-Dron. So, jetzt müssen wir das Zeug hier stilvoll an diesen Anlagen vorbeilotsen, damit wir hier unten hinkommen letztendlich. Steig ich mal aus. So, wie machen wir das jetzt? Mit Tunneln, mit ganz viel Tunneln. Oder einfach mal so dran vorbei. Einfach links dran vorbei vielleicht. Zieh das mal runter hier. So. Na, hier kommt... Ah, warte mal. Hier, die können wir ja schon wegnehmen, die Anlagen. Die haben ja gar keine Bewandtnis mehr. Kann ich das auch mal entfernen alles hier. Siehst du? Genau, mach mal das weg. Ja, dann ziehen wir das jetzt hier dran vorbei einfach. Genau, da grabt er sich das Zeug. Jawohl, und da wird's produziert. Wir haben 1% Fortschritt. Ja, ist klar, genau. Okay, da müssen wir noch ganz viel Zeug hinschaffen. Guckt euch das mal an. Das ist ja heftig. Mangel an Komponenten. Ja, da müssen wir hier vor allem die Steuereinheiten müssen wir hinschaffen. Warte mal, da müssen wir mehr Logistikanfragen noch starten. Anfrage für diesen Gegenstand existiert bereits. Kann man die nochmal erhöhen? Von der Menge her? Da braucht man eindeutig mehr, würde ich sagen. Da braucht man eindeutig 60 Einheiten. Genau, weil dann müssen wir das nämlich da auch rausgrabben lassen. Jetzt muss ich nur gucken. So, und dann brauchen wir ja nicht nur die Steuerungseinheiten für die Rakete. Wir brauchen ja auch noch diese Strukturplatten da. Die müssen wir ja auch noch draufpacken. Die müssen ja auch reingebaggert werden. Ich weiß gar nicht, wo diese Steuerungseinheiten überhaupt herkommen. Das ist so ein bisschen das Ding. Das weiß ich gerade gar nicht. Da müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Die werden mit Drohnen dahin geschafft. Aber wo kommen die Drohnen her? Und wie viele von diesen Steuereinheiten werden überhaupt produziert? Fragen über Fragen. Guck mal, da sind Drohnen. Und ich glaube, die tragen gerade diese Steuereinheiten. Die schleppen das hier von Posten zu Posten. Sind das die Steuerungseinheiten? Ja, das sind die Steuerungseinheiten. Safe. Weil da würde ich vielleicht nochmal den Ausstoß erhöhen. Die Strukturplatten wurden hier drüben aber auch irgendwo produziert. Kann ich mich erinnern. Irgendwo hier in dem Dreh oder ein bisschen weiter unten noch. Das muss ich mich auch erstmal wieder reinfuchsen, wo die ganzen Sachen nochmal produziert wurden, ja. Aber ich bin da schon dran vorbeigelaufen irgendwo. Also in den letzten Episoden habe ich es schon mal gesehen. Schau dir in der Produktionsübersicht nach, wie viel du produzierst. Ja, ist auch eine gute Idee. Jetzt guck mal aber erstmal, wo das ist. Ich muss erstmal mich da reinfuchsen, wo das nochmal alles war, genau. Und ob da vor allem auch alles noch am Start ist, damit die Sachen produziert werden können. Hier sind diese Strukturplatten, genau. Die müssen wir auf jeden Fall da auch rüber schaffen. Vielleicht sogar eher mit einem Zug noch. So, dann die Raketensteuereinheiten. Wo sind die denn? Boah, jetzt wäre ich hier wieder ausgestattet mit Kram. Hier sind Radarsysteme. Wo sind diese Steuerdinger da? Kann man das vielleicht irgendwie in der Map sehen, zufällig? Nee.
Muss aber irgendwo hier gewesen sein. Das kam ja auch von hier, das Zeug. Ich muss aber zugeben, ich bin auch gerade maximal blind. Haben wir die nicht sogar irgendwie hier für die Artillerien irgendwie gebraucht? Die Steuereinheiten. Gott, wo sind die? Hier sind Batterien? Die waren ziemlich kompliziert, kann ich mich erinnern, von der Produktion her. Waren ziemlich aufwendig. Hier sind diese Raketengeschütze. Hier ist mein Buggy. Ich finde die Dinger nicht, ey, ich schwöre. Was sind die denn? Oder ich bin blind. Hier, warte mal, hier sind sie doch. Hier werden sie doch einge... Hier werden sie produziert. Hier. Und wie viel wird da produziert? Wird das durchproduziert? Das wird sogar durchproduziert, glaube ich. Da können wir sogar noch mal eine Anlage dazustellen, oder? Sieht zumindest fast so aus. Eine Einheit wird immer produziert, okay. Mit Bonus halt noch. Das sind ja nur... Warte mal, da können wir sogar noch mal boosten, glaube ich. Haben wir noch so ein Produktionsbooster-Ding? Da baue ich jetzt noch mal eins. Da boostern wir hier jetzt noch die Produktion noch mal von der Anlage. Da muss ich gucken. Hier, genau. Da machen wir schon mal das Teil. Und dann brauchen wir noch zwei von denen. Wir brauchen... Warte mal, brauchen wir da wirklich die Platten? Nee, warte mal, da brauchen wir doch nur... Mehr von diesem Gummikram brauchen wir noch. Lass mich mal hier durch. Ist das hier dieser Gummikram? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Müsste es eigentlich sein. So, und dann, um die herzustellen, genau, brauchen wir gelbe und rote von diesen... Nee, Quatsch, gelbe. Ja doch, grüne. Hier, das brauchen wir. Genau, dann haben wir das. Sehr nice. Jetzt können wir zwei von denen herstellen. Hervorragend. Dann machen wir das nämlich gleich. Dann ersetze ich hier mal die Schaltdinger. So, und genau, wir brauchen blaue Prozessoreinheiten und das Tempomodul. Also, ja genau, Tempomodule. Tempomodule sind ja anscheinend genug da. Jetzt müsste man nur irgendwie mal schauen, dass man das vielleicht hier noch irgendwo an irgendeiner Stelle noch ein bisschen erweitern kann. Aber leider ist hier alles zugebaut schon. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt. Wo kann ich das denn noch? Warte mal, da müssen wir das Band irgendwie nochmal hier hinten hinlegen irgendwie. Vielleicht, warte mal, wenn wir das hier mal sagen. Und jetzt wird es leider wieder so ein bisschen frickelig. Nimm das mal weg hier. Hier kommt auch gar nicht mehr an. Ist das, wird das überhaupt noch genutzt hier? Da wird gar nichts mehr produziert. Da ist auch gar keine Verbindung mehr hier. Das wird überhaupt nicht mehr genutzt. Ich weiß auch gar nicht, warum das hier überhaupt noch steht. Dann kann ich es eigentlich wegmachen, oder? Aber vielleicht hat es irgendeinen Sinn gehabt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich mach's mal weg. Wenn es keinen erkennbaren Sinn hat, dass das hier steht, dann nehmen wir es einfach weg. Würde ich sagen. So, hier. Und, hier die Ärmchen auch. Dann nehmen wir lieber da nochmal so eine Anlage, die dann das Zeug herstellt. Hier, was wir brauchen. Haben wir noch eine gelbe Anlage? Nee. Leider keine gelben Anlagen mehr. Warte mal, da muss ich mal welche machen. Ah, brauche ich auch wieder Platten, ne? Mehr Platten. Warte, da muss ich Platten sammeln. Platten sind hier. Mehr Platten. Genau, jetzt können wir eine machen. Ah, das ist jetzt natürlich hier unten wieder schon alles voll, mein Dings. Hatten wir nicht diese gelben Produktionsanlagen? Die hatten wir doch schon automatisiert, oder nicht? Irgendwo. Zumindest meine ich, dass wir die irgendwo schon mal automatisiert hatten. Zufällig hier? Nee, hatten wir nicht, glaube ich. Oh Gott, ich weiß das nicht mehr. That's what she said, ja genau. Raten berechnen ist gleich wie Cola ohne Koffein. Ja, auf jeden. Ach, guck mal, hier haben wir doch so ein Ding mit, ja, jetzt ist auch zu spät. Genau, ach, ich nehme erstmal die blauen. Wir können ja das dann aktualisieren noch. Blaue haben wir ja genug. Blaue Anlagen. So, jetzt muss ich mal gucken. Da müssen wir dann hier den Strom mit diesen blauen teilen. Den müssen wir dann teilen.
Fragt mich doch nicht, was weiß denn ich? Als ob das hier meine Anlage ist. Ihr tut alle so, als wenn ich das hier gebaut hätte. Hast du auch? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Jetzt habe ich ein Karussell gebaut. Jetzt habe ich ein Karussell gebaut für die blauen Schaltkreise. Ist auch was Feines. Aber es scheint zu funktionieren jetzt. Jetzt fehlen hier aber wieder die... Die Teile fehlen wieder. Warum nimmt er sich denn hier jetzt keine? Ach so, weil das nicht die Einser sind, wa? Warte, dann probieren wir das mal so. Hä? Ach so, nee, weil das voll ist. Ja, stimmt, es muss ja auch raus. Moment. Wo war jetzt die? Da unten. Ich glaube, ein gelber Arm reicht da, oder? Yay, guck mal, nice. Voll gut. Wir haben es geschafft. Es werden mehr von diesen Dingern produziert. Und habe ich jetzt mittlerweile schon die gelben? Nee, habe ich noch nicht. Okay, da müssen wir aber mal kurz rumstehen, ein bisschen warten. Warum hast du unten nicht einfach einen Arm hingebaut, der die Schaltkreise rüberholt? Eine sehr gute Frage. Warum einfach, weil es auch kompliziert geht? Ich mag meine komplizierten Lösungen. Es darf doch am Ende keiner mehr durchsehen außer mir selbst. Sonst ist das doch nicht erfolgreich gewesen hier. Den Kupferdraht tunneln, damit du dort bauen kannst. Das ist auch eine Idee. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ein Bär will lieber ein Karussell für die Schaltkreise. Genau, das sieht nämlich viel cooler aus. Und an der Stelle ist diese Folge Factorio auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder kauft auch gerne Spiele mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Launcher. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Factorio, sondern auch zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao!